Menschen ist unser Unternehmen, was wir jetzt vor 1,5 Jahren gegründet haben. Das ist aus einem Projekt entstanden, das nannte sich Street Pong. Das ist ein Spiel, was man an einem Ampeltaster spielen kann, von der einen Straßenseite auf die andere, beim Warten auf die grüne Ampel. So dass man als Fußgänger eben nicht bei Rot über die Ampel geht. Das hat vor jetzt 3 Jahren angefangen, als kleines Video, was wir ins Internet gestellt haben und was dann auf einmal zu Weltruhm gekommen ist, mit 6 bis 7 Millionen Klicks mittlerweile. Wir waren in allen großen Medien vertreten und daraus haben wir dann gesagt, da muss was gemacht werden, da ist auch ein Bedürfnis danach da und genau das wollen wir irgendwie angreifen. Und daraus ist dann so Stück für Stück Invention entstanden und damit machen wir jetzt gamifizierte Ampeltaster und machen Applikationen für Ampeltaster. Projekte geplant sind derzeit in Oberhausen, Hildesheim, aber auch Berlin. Wobei wir jetzt gerade eher damit beschäftigt sind, wirklich die Serienfertigung von den Ampeltastern anzustoßen mit unseren Partnern Langmatz zusammen. Und wir überlegen uns natürlich jetzt erstmal, was für tolle Apps wir noch machen können, außer Spiele, dass man auch Navigation darüber laufen lassen kann. Wir können Verkehrserziehungsvideos für Kinder machen, aber eben auch noch ganz viele andere Spiele, um eben den urbanen Raum einfach spaßiger und schöner zu machen. Auf dem Play sind wir hier mit unserem neuesten Streich. Sisyphos nennt sich das Ganze, angelehnt an die griechische Sage Sisyphos. Wir haben das in ein Spiel gewandelt, quasi den Leidensweg von Sisyphos neu interpretiert, neu geschrieben, innerhalb eines Games, auch mit einem einzigartigen Game-Controller sozusagen, einem Eingabemedium, der ein 1,20 Meter Ball ist, mit dem man jetzt Sisyphos auf den Gipfel bringen muss. Und das steht jetzt hier seit 4 Tagen, seit Anfang von der Play und es wird durchgehend gespielt und es ist schön dabei zuzugucken, dass es den Leuten auch echt Spaß macht und immer wieder Mut zusammengefasst wird, um es auch neu zu probieren, von vorne anzufangen und auch mit dem Scheitern irgendwo anders umzugehen.